Servus zu einer neuen Staffel von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, Staffel Nummer 3, denn die letzte Staffel konnte nicht mehr gerettet werden. Der Spielstand ist so dermaßen verbuggt gewesen, dass es einfach keinen Sinn gemacht hat, diesen weiter irgendwie noch versuchen zu retten. Und somit habe ich mich jetzt entschlossen, endlich mit einem neuen Projekt von Cities Skylines zu starten. Ja, ich habe mich bewusst für diese Karte hier entschieden, denn die bringt so wirklich schöne Sachen mit, so Felder und wirklich detailgetreu, und da oben gibt es eine Burg, und da ich ja im Besitz aller DLCs bin, kann man da so richtig sich ordentlich austoben mit Naturschutzgebieten und so weiter und so fort. Aber ich möchte gar nicht zu viel über das ganze Thema da jetzt erzählen und was ich überhaupt alles vorhabe. Ich sag ganz einfach, wir starten mit einer neuen Stadt, und zwar, wo ist unser Stadtkästchen? Da oben ist es. Ich habe jetzt auch einige Mods aktiviert beziehungsweise einige Mods deaktiviert gelassen, wie zum Beispiel alles freigeschalten und so weiter und so fort. Und auch, wir spielen anfangs noch mit Geld, bevor wir ja in den Let's Design Faktor von unserer Stadt hineinstarten. Jetzt geht es mal darum, dass wir eine Stadt aufbauen. Und dazu werden wir ganz wie immer, wie in jedem Spiel von Cities Skylines, starten wir ganz einfach mit einer Straße. Wenn wir die mal haben, dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Zwar können wir jetzt ein paar Straßen mehr bauen. Mir geht es jetzt mal darum, dass wir hier so einen dreispurigen Kreisverkehr, den möchte ich jetzt einmal haben. Dazu werden wir gleich einmal Kreisverkehr einstellen. Ich hätte den gern dreispurig. Dann genau. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir... Das lassen wir mal fürs Erste so. Da kommt der Kreisverkehr hierher. Und dann schließen wir da gleich mit den Straßen an. Und zwar würde ich da gerne hier anschließen. Und hier anschließen. Das Ganze drehen wir um. Na. Hallo. So, jetzt aber. Ich will das ja nur umdrehen. Gut. Dann hätten wir mal den ersten Anschluss. Dann bauen wir gleich mal die erste größere Straße. Da entscheide ich mich jetzt ganz einfach für... Ja, ich glaube, das müsste eigentlich reichen, wenn wir da so eine zweispurige Straße machen. Jetzt haben wir irgendwie einen Eiverkehr dahin gebastelt bekommen. Ist egal, das lassen wir jetzt rein. Zieht einmal eine schöne große breite Straße rüber. So. Und dann werden wir da gleich mal an der Linie hier weiter basteln. Gleich mit den Straßen hier. Genau, das gefällt mir so. Ich muss mich erst an die Steuerung gewöhnen. Eine Küstenstraße. Da. Passt, da haben wir mal ein bisschen was hier entwickelt, und jetzt werden wir ganz einfach auch mal reingehen in die Richtung. Ich baue meistens immer viel zu viel Straßen noch, bevor ich irgendwie mit irgendetwas anfange, aber das liegt ganz einfach daran, weil mir das Straßenbauen auch so dermaßen Spaß macht bei dem Spiel. Und ja, und dann werden wir da noch so eine Straße machen. Rübergehen. Das kann ruhig ein bisschen wilder aussehen. Das muss nicht so organisch ausschauen. Und dann hätte ich hier gern so Parkstraßen. Und zwar genau die Richtung. Die Richtung. Das machen wir hier auch noch. Die Richtung. Und dann hätte ich gern schon ein paar Wege. Darf ich die schon bauen?
leider noch nicht. Schade. Das sind die Parkstraßen. Genau. Gibt es leider nur die aktuell. Ich suche nämlich normale Fußgängerwege, wo dann wirklich nur die Fußgänger unterwegs sind, ohne Autos. Ja, dann lassen wir das einstweilen einmal so. Und wir brauchen natürlich auch noch eine Versorgung. Die werden wir jetzt gleich einmal bauen. Und zwar werden wir sich da ein bisschen Wasser ausborgen. Ich habe auch die Mod installiert, wo wir keine Rohre und keine Stromleitungen legen müssen. Ich finde das ganz einfach. Ich meine, es gehört zum Spiel dazu, ja, aber es ist dann schon zeitweise ein bisschen störend. Und man reißt ja im Endeffekt eh wieder ab, die Leitungen. Außer die Wasserleitungen, aber das sind wieder unnötige Knoten und somit habe ich mich bewusst dafür entschieden, die jetzt nicht ins Spiel einzubringen. Ein Stückchen müssen wir halt anschließen und dann werden wir noch Strom machen. Und zwar würde ich da gerne mal fürs Erste so ein Windkraftwerk aufstellen. Könnte man das am besten hinstellen. Man kriegt 7 Megawatt, würden wir hier zusammenbekommen. Dann stellen wir das ganz einfach dahin. Und was wir eventuell noch machen könnten, ist, dass wir das hier abreißen. Ja, kaum angefangen, fängt das schon wieder an, was abzureißen. Ja, das hat folgenden Grund, denn ich habe da gerade eine Idee. Da fährt die Straße rauf. Da fahren wir mit der Straße in die Richtung. Und hier möchte ich gern... Was kostet die 29 Cent? Was kostest du? 19 Cent. Ja, da nehme ich die. Wir müssen ja sparen. So. Genau. Und jetzt geht es eigentlich schon los, denn wir brauchen die ersten Einwohner, beziehungsweise ich möchte die ersten Einwohner hier in der Stadt haben. Da würde ich gerne mal hier sowas und hier und hier und hier. Dann würde ich gerne ein bisschen bemalen, und zwar größer vielleicht. Möchte ich auch noch was haben. So, dass es ein bisschen aufgelockerter aussieht. Machen wir das Kleines hin, hier auch. Da ziehen schon die ersten Leute ein. So. Große Fläche hin und hier auch eine große Fläche hin. Wichtig ist nicht einfach alles voll zu klatschen. Also ich finde das, mir gefällt das gar nicht so, wenn wir jetzt einfach alles an voll machen würden, ohne dass da ein bisschen Luft dazwischen ist. Die Leute sollen ja auch ein bisschen Gartenfläche haben. Da schon jemand drin? Nein, da wohnt noch niemand drin. Das heißt, die Häuser sind jetzt zwar schon gebaut, aber die ersten Leute kommen erst in unsere Stadt hinein. So, in der Zwischenzeit können wir uns mal hier um das kümmern. Da wohnt noch niemand drin. Jetzt hören wir da mal an, da steuern können wir auch noch nichts machen. Na, dann müssen wir das halt einfach so hinnehmen einstweil. Was wir jetzt einmal machen können, ist, dass wir da mal die Kosten runterschrauben für Wasser und für Strom. Und was wir noch brauchen ist, wir brauchen ja eine Abwasserleitung. Aber da wären wir ganz einfach, da gibt es irgend sowas hier da. Öko-Inlandwasseraufbereitung. Inlandwasseraufbereitung. 60.000. Ja, dann nehmen wir die mit 120.000.
Und die stellen wir da gleich einmal in die Nähe. Genau. So. Die will angeschlossen werden. Hier, nach hier. Und dann funktioniert das Ganze schon. So. Kurzer Blick auf Strom. Wir haben 1 Megawatt Stromerzeugung. Wir haben genug Wasser. Und jetzt müssen nur mehr die Einwohner in unsere Stadt kommen. So, ist da schon jemand drin? Nein. Ah, da wohnen schon die ersten und sie freuen sich bereits, dass sie hier eingezogen sind. Sehr schön. Auch hier ist schon was los. Gut, also die ersten 5 Leute wohnen in unserer Stadt. Nur leider haben wir noch keinen Verkehr. Das ist aber gar nicht so schlecht. Dann können wir da gleich mal ein bisschen was ausprobieren. Und zwar würde ich da gerne ein wenig da mal mit dem ein bisschen beschäftigen. Hier brauchen wir mal keine Fußgängerübergänge, das machen wir hier auch weg. Das möchte ich hier auch weg haben. Und da drin nichts verloren, das machen wir hier auch. Hier brauchen wir es auch nicht. Hier erlaube ich es ihnen, wenn sie schon möchten. Wunderschöne Eiverkehr. Bisschen Industrie sollten sich dann auch schon kümmern. Jetzt haben wir da jetzt eingestellt 15, das machen wir hier auch. Auf 15. Immer ein bisschen was tun. Das machen wir so, das sind wir auf 12. Dann machen wir das hier auch. Ja, das sieht irgendwie komisch aus, aber warum eigentlich nicht, hoppla? Warum eigentlich nicht, oder? Das passt doch schon so. So, hier können wir noch ein bisschen was tun. Das ist ja echt. Ja. Ich meine. Ja, sorry, ich muss mich erst an die Steuerung gewöhnen. Also, wenn man die ganze Zeit Transport Fever spielt, dann ist es hier ein bisschen viel feiner, beziehungsweise es bewegt sich ganz einfach das Bild viel schneller als bei Transport Fever. So, dann würde ich hier gerne. Genau. Control linke Maustaste, Separate Turning Lanes. Ich werde das glaube ich so machen, dann tue ich mal leichter. Und zwar hier nach da, hier, da und da und du hier und da, auch hier nach da. Da sieht gut aus. Wir brauchen, glaube ich, auch schon die erste Industrie. Wir brauchen auch Gewerbeflächen. Bevor wir da jetzt weitermachen, werden wir denen ein bisschen was zum Einkaufen anbieten. Und zwar, wenn wir schon dabei sind, da gleich an der Hauptstraße, kriegen wir da vielleicht so ein kleines Gebäude hin und hier etwas. Eigentlich können wir hier auch was hinsetzen. So, Hauptstraße kauft sich's immer schön ein, das kann man weggeben. So. Ja, das passt. Schöner Häusermix, gefällt mir auch ausgesprochen gut. Ich habe da doch ein paar Häuser auch aus dem Steam Workshop und wie das so schön hinein platziert, gefällt mir auch besonders gut. Sogar ein Spiel. Kleines Spielgerät. Ah, passt. So. Weiter im Plan, was hat sich hier hingebaut? Oh, Fressnapf. Na bitte, ja natürlich, die Haustiere wollen auch versorgt werden. So, jetzt schauen wir da gleich einmal. Möchte hier gern auch, und zwar
makeover. Very cool, very stylish. Hier. But it got me wondering, have you ever noticed das so in alle Richtungen erlaubt? Beziehungsweise, na eigentlich, so, so. Und hier, so, so. Von hier auch in alle Richtungen. Also, dann klappt das schon. Schade, dass da noch keine Autos unterwegs sind. Die kommen schon noch. Gut, jetzt brauchen wir Industrie. Die setzen wir natürlich weit weg von den Häuschen, weil die wollen ja auch ihren Frieden haben da unten. Gibt es da eigentlich schon diese Industriestraßen? Was haben wir denn hier? Contemporary Main Street. Bisschen mit Radweg und so. Irgendwas, was man verwenden kann für Industrie. Das ist doch irgendwie auch so ein bisschen Industrie. Sowas hier? Das Ganze drehen wir aber um. Genau. Und dann da anschließen. Geht es dann mit dem weiter? Ja, das passt eigentlich. Gefällt mir das so? Was mir aber nicht gefällt, ist das hier. Controller. Das brauchen wir mal nicht. Und das ziehen wir ein bisschen länger und dann sieht das schon gleich viel, viel besser aus. Das sind jetzt wieder Parkflächen. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht, dass sie parken. Und hier sollen sie auch nicht über die Straße gehen können. Ui. Das war jetzt nicht aufgepasst. Können sie nochmal abreißen. So, und dann geht's da rüber und dann passt das wieder. Ist weg. So können wir das lassen. Hier ein bisschen größer. Ist der Verkehrsfluss ein bisschen schöner. Und hier werden wir das auch noch ändern. So, die machen wir so, der kann hier hin, der kann hier hin, und der fährt hier hin. Hier kommen schon die ersten Autos, wunderbar. So. Wieder 1, 2, 3. Und hier machen wir dasselbe. 1, 2, 3. Dann passt das. Sieht gut aus.
Hier machen wir gleich dasselbe. Ja, perfekt. Ja, genau so möchte ich das haben. Und hier haben wir dasselbe. So. Und das war's dann auch schon. Und jetzt hätte ich hier gern ein bisschen Industrie. Und zwar würde ich da gerne mit diesen zweispurigen Einbahnstraßen arbeiten. Nämlich hier. Fast. Fast, wie ich es mir vorgestellt habe. Genau. Da platzieren wir jetzt ein bisschen Industrie drinnen. Ja, das machen wir ganz einfach. Da voll innen. Wir brauchen eh die Arbeitsplätze. Sollen sie sich einmal austoben. Wie sieht's aus in unserer Stadt? Ja, endlich ist Leben in der Stadt. Ja, das gefällt mir. So. Also, wir haben keinen Bedarf nach Wohnungen. Wir haben keinen Bedarf nach Einkaufsmöglichkeiten. Wir brauchen nur Industrie. Und da vorne siedelt sie sich schon an. Sehr schön. Bin mir jetzt nicht sicher, ich schaue mal schnell nach. Ich glaube nämlich, ich habe in den Mods eingestellt, dass sich hier diese ganzen Sachen nicht bauen. Suche ich die Hided-Mod, suche ich, da ist sie. Genau, das haben wir alles abgeschalten. Eigentlich haben wir alles abgeschalten. Sind trotzdem noch da. Ist egal. Soll uns nicht stören. Gut, Industrie lebt auch. Ich glaube, da kommt schon der Erste. Lieferst du in die Industrie oder wo fährst du hin? Du fährst in den Shop hier. Na bitte. So, dann machen wir gleich weiter. Wir haben wieder Bedarf nach Wohnungen. Kriegen die den auch natürlich? Da haben wir eh noch so viel eigentlich schon ausgewiesen. Noch gar nicht gebaut haben. Da machen wir was schönes Großes hin. Was Kleines hin. So. Arbeiten hier, offensichtlich. Ja, arbeitet bei Inlandwasseraufbereitung. Denn wo arbeitest du? Inlandwasseraufbereitung. Mir gefällt das. Ja, dieses Spiel ist schon genial und vor allem die Berge da jetzt im Hintergrund. Oh, ich freue mich schon auf das Naturschutzgebiet und was man da alles bauen kann. Ach, aber dazu müssen wir erst einmal größer werden. So, wie sieht es jetzt aus mit dem Strom? Wir haben Stromverbrauch 2 Megawatt und Stromerzeugung 1 Megawatt. Das heißt, wir fallen schön langsam ab. Somit habe ich mir überlegt, wir haben jetzt 98... Ja, das habe ich mir fast gedacht.
Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen die Steuerschraube raufdrehen, zumindest tagsüber. Nachts werden wir es auch brauchen. Geht sich's aus? Ja. Dann lassen wir das lieber so. Weil wir plötzlich einen Blackout haben da in der Stadt. Wasser haben wir ja genug. Genau. Ja, und während die sich da ein bisschen auf ihren Einzug freuen, können wir eh noch nichts bauen. Industrie. Schön. Mir gefällt das. Während wir hier warten, bis sich da was tut, nutzen wir natürlich das neue Tool, mit dem wir uns selbst hier Markierungen ziehen können. Durchgezogen. So, dann Moment mal wieder mit der Alps-Taste. Genau. Das hätte ich hier auch gern. So machen. Ja, das passt. Das Einzige, das ich noch nicht ganz verstehe, ist, warum das da jetzt da so unten angrenzt. Kann man da eigentlich Blumen? Das würde sogar passen. Das würde mich gar nicht stören. Schade, dass das nur noch, also aktuell nur bei diesen Nodes hier funktioniert. So. Das, was ich brauche, ist die Linie hier, wo ist sie? Genau, dich brauche ich und dich hätte ich gerne durchgezogen. Ja. Ah, das sieht gut aus. Ich liebe diese Mod. Dass sie parken. Hier könnten wir auch noch ein bisschen mit dem Node Controller spielen. Und zwar gehen wir mal raus. Jetzt sind wir im falschen Modus. Jetzt sind wir wieder im richtigen Modus. Da würde ich schon gerne. Ja. Du kommst weg. Ihr bleibt mir. Und ich baue so ein bisschen. Ja, so sieht das cool aus. Genau so hätte ich das gern.
Flach ist es eh. Dann spielen wir uns hier auch noch schnell mit dem Tool. Und genau, das ist dann so, dass man hier darüber fährt. Dann brauchen wir hier einen Schutzweg. Müssen wir da die Linie noch entfernen. Müssen wir mal neu machen. So. Von hier nach hier. Also von hier zu hier, genau. Rausgehen. Ja, so einfach ist dieses Tool gar nicht. Punkte. Linien. Ja, so können wir das lassen. Von hier nach hier und du bist aber durchgezogen. Genau. Und von hier nach hier und von hier nach hier. So kann man das lassen. Jetzt brauchen wir die Linie hier. Und zwar hätte ich da gern so durchzogen. Und sieht auch schon um einiges besser aus. So. 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 Ja. Kennt man sich aus? Also ich mich nicht. Na, oh ja, ich kenne mich schon noch aus, aber so. Jetzt. Jetzt hätte ich gerne eine Füllung und zwar von hier nach da, nach da. Und da die Linie hier wegmachen, brauchen wir nicht mehr. Das ist ganz weg. Das ist ja dann doch nicht so einfach. Gut, da werde ich mich dann ein anderes Mal drum kümmern oder vielleicht das Ganze in einer Zeitrafferfolge platzieren. Movie Mod. Zwar würde ich dich gerne hier reinsetzen. So. Das passt doch. Jetzt machen wir noch schnell hier was. Und zwar möchte, dass du von da nach da und da bist. Und von hier nur da und da. Du gehst mir hier rüber, du gehst mir darüber. Das sieht gut aus. So können wir das auch lassen. Wie sieht es da drüben aus? Wir haben immer noch Bedarf nach Wohnung. Das ist gut. Dann
Nehmt euch den Lebensraum, den ihr braucht. Hier kommen noch ein Häuschen hin. What if in their universe nodding their head means they're hungry and they want to eat me? Well, I hope I just told them, but please don't. Ja, da können wir auch noch. Chewy. Oh, communication can be tricky, folks. So be careful out there. Es passt. Just have a little more music while I dig out my alien. Wenn die einkaufen wollen, hier ist dann auch noch was. Nein, noch was Großes. Auch noch was Großes zum Einkaufen. Noch ein kleines Häuschen. So. Das darf ich noch nicht bauen, dazu brauchen wir. Oh, 4400. Ist alles noch abgesperrt. Da müssen wir sich noch ein bisschen gedulden. Wind, Strom, passt, alles. Perfekt. Und ich glaube, nach 36 Minuten können wir eigentlich für die erste Folge beenden. In diesem Sinne. Ja, wir haben ordentlich was weitergebracht. Die kleine, feine Stadt fängt an zu wachsen. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann einen weiteren Meilenstein erreichen, um ein bisschen ja, mehr Auswahl da unten zu bekommen, denn wir brauchen bald zukünftig Polizeischule und sonstige Gesundheitsversorgung und was das Herz begehrt. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Servus.